So, meine Damen und Herren, wir begeben uns in den Kontext der Kindertageseinrichtungen. Im Regal steht das Buch Steck mal in meine Haut. Folgende Passage möchte ich mit Ihnen teilen. Jeder hat viele Seiten. Vielleicht hat dich schon mal jemand gefragt, was bist du oder woher kommst du? Darauf musst du nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Du kannst auch sagen, ich bin ich oder ich bin von hier. Du kannst sagen, darüber will ich nicht sprechen. Du musst auch nicht erklären, wieso du nicht darüber sprechen willst. Manchmal ist es nicht so einfach, solche Fragen zu beantworten. Denn wir alle haben viele Seiten, wie ein Würfel. Den würde man doch auch nicht fragen, welche Zahl bist du? Kinder fragen unverblümt, offen und aus dem Bauch heraus. Kinder unterschiedlicher Herkunft, Religion und Weltanschauung können sich aber nicht aussuchen, ab wann sie mit solchen Fragen konfrontiert werden. Manche Kinder können sich aufgrund ihres Aussehens, ihrer Religion oder Herkunft ausgeschlossen fühlen und ausgeschlossen werden. Damit begegnen Phänomene wie Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit bereits den Kleinsten. Der vorgetragene Buchausschnitt vergleicht uns Menschen mit einem Würfel. Wie der Würfel haben Kinder viele Seiten. Und angesichts von Globalisierung und Migration wird die Vielfalt und Verschiedenheit von Menschen auch künftig präsent sein und bleiben. Im folgenden Vortrag Interreligiöse Kompetenz und Wertevermittlung in der vorschulischen Bildung möchten wir uns damit beschäftigen, wie interreligiöse Kompetenzen in der Kindertageseinrichtung von Kindern und Fachkräften erworben werden können. Ziel soll es sein, die Kindertagesstätte mit ihren Akteurinnen und Akteuren als Begegnungs- und Beziehungsort für interreligiöse Bildung im vorschulischen Bereich herauszustellen und spezifische Kompetenzen für Fachkräfte und Kinder zu erläutern. Wir selbst kommen aus der Tübinger Tradition der Forschung zu religiöser und interreligiöser Erziehung und Bildung für Kinder. Und deshalb wollen wir an der Stelle nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind und den Weg in dieser kleinen, überschaubaren Runde trotzdem bei dem sommerlichen Wetter hierher gefunden haben. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und mit uns diesen Vortrag gestalten und die Diskussion mit uns, in die Diskussion mit uns treten wollen. Genau, ja, wir haben uns das so überlegt. Wir beginnen ganz unvermittelt in medias res mit diesem Kinderbuch und einen Ausschnitt daraus. Und jetzt machen wir eine kleine Klammer auf, wie Julia Hoffmann schon gesagt hat, und haben schon begrüßt. Ich will noch kurz sagen, wie kam ich zu diesem Thema? Das ist manchmal auch ganz interessant, denn es sind ja oft persönliche Dinge. Als meine drei Töchter im Kindergartenalter waren, waren sie in einer nicht religiösen Kita, also einer staatlichen. Und trotzdem kamen irgendwann die Erzieherinnen auf mich zu und die Leiterin und haben gesagt, ups, Sie sind Religionspädagoge, können Sie uns ein bisschen was beibringen zum Thema Religion? Denn wir sind in staatlichen Einrichtungen, wir wollen auch diesen, da geht Julia gleich drauf ein, diesen Schwerpunkt Sinnwerte Religion auch hier in dieser Einrichtung leben, weil wir haben viele muslimische Kinder. Und dann war das für mich, boah, so irgendwie Erweckung. Ich habe irgendwie so schulisch gedacht. Ich war zunächst in der Schule, habe Religionsunterricht unterrichtet. Und Religionspädagogik war immer so Richtung Jugendliche orientiert und Erwachsene. Und dann habe ich mir plötzlich Gedanken machen dürfen, auch ja, mit meinen drei Töchtern so immer vor Augen. Wie ist es dann mit Kindern? Und habe von den Erzieherinnen wahnsinnig viel gelernt. Also das war für mich viel lehrreicher oder vielleicht sagen wir mal genauso lehrreich wie für Sie, als wir uns religiösen Themen zugewendet haben. Also die haben gesagt, zum Beispiel haben die Kinder mal gefragt, was ist Ostern? Herr Boschke, wir haben keine Ahnung, was wir dazu sagen sollten. Ja. Oder dann Ramadan. Und da waren wir zum ersten Mal mit den Erzieherinnen, das sind 16 Erzieherinnen waren das in der großen Kita, in einer Moschee und so gastfreundlich empfangen und wir wollten gar nicht mehr gehen und die wollten uns auch gar nicht mehr loslassen. Die Erzieher haben den Löcher in den Bauch gefragt. Zwei
Männer, zwei Frauen aus der Gemeinde haben uns als Gastfreunde empfangen mit viel zu süßem Gebäck und Tee und allem Möglichen. Und sie haben eben vor allem gefragt, was sollen wir pädagogischen Fachkräfte, wir Erzieherinnen beachten? Wir haben so viele muslimische Kinder und die Eltern kommen und so. Und für mich war das boah. Also. Und dann die andere Seite, ganz lieben Dank nochmal, Herr Aljoljo-Necke, dass Sie uns so freundlich vorgestellt haben, dass ich dem Judentum begegnet bin im Studium. Zunächst in Form von Büchern. Dieser Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel hat mich beschäftigt. Und dann habe ich in den USA dürfen bei dem studieren. Der hatte einen Lehrstuhl an der Boston University. Und plötzlich hatte ich jüdische Studierende um mich herum. Zum ersten Mal in meinem Leben. Der hat mich zum Schabbat eingeladen und in den Synagogengottesdienst und in die jüdische Buchhandlung mitgeschleppt und in die jüdische Restaurants und so weiter. Ich war jüdischer Kulturclub. Und in dieser Begegnung, auch da wieder, boah, so Lernerfahrung. Und das hat mich sehr geprägt. Deshalb, Sie haben es vorhin erwähnt, Herr Kollege, diese Beziehung, Begegnung als Leitbegriff allen pädagogischen Denkens, aber natürlich auch des religionspädagogischen, das prägt mich bis heute und das ist auch in unseren Forschungen, die wir gemeinsam auch jetzt im frühkindlichen Bereich unternehmen, immer wieder präsent. Also jetzt wissen Sie so ein bisschen mehr. Sie wissen, dass ich drei Töchter habe, inzwischen studieren die längst natürlich und kommen aus dem Schwarzwald ursprünglich. Die Leute sind jetzt vor Ihnen. So, ja, also wo kommen wir her? Julia, wenn du wieder so nett bist, man hat vorhin nicht deine Präsentationsmodus gesehen, sondern nur den normalen Ja, Modus. Wenn du den noch kurz umstellst, dann es gab sieht da man dich. eine Überschneidung von der Aufnahme. Das hat sich vollzogen und dann hat es nur das Ah ja, untere. okay, kein Aber Problem. jetzt, Wir haben deiner wenn. Stimme wunderbar gelauscht. Das war ebenso gut. Jetzt. Das ist nochmal eine kleine Übersicht, wenn du das noch. Ja, wunderbar. Ein paar Schritte. Wir wollen aber jetzt nicht einen ewig langen Vortrag halten, sondern mehr dann auch ein bisschen ins Gespräch kommen mit Ihnen. Sagen wir mal fünf Impulse aus von verschiedenen Seiten. Sie können selber lesen, Kinder als Objekte, das ist ja das Zentrum der frühkindlichen Pädagogik allgemein. Und dann die Kita als Beziehungskiste, habe ich das mal genannt, ja. Begegnungsbeziehungsorte. Interreligiöse Bildung, was heißt das in der Kita? Was für Kompetenzen brauchen die Fachkräfte im Elementarbereich? Und dann noch ganz, ganz kurz ein bisschen Ausblick als Impuls für ein Gespräch. Und das hier, was jetzt kommt, ist so ein bisschen unser Kontext, nämlich diese Forschungstradition gibt es schon lange in Tübingen durch auch meinen Vorgänger Albert Biesinger, Friedrich Schweizer, evangelischer Religionspädagoge und andere haben daran mitgewirkt. Und da ging es immer irgendwo auch um diese religiöse Vielfalt. Wir haben aber jetzt hier auch noch andere Bücher, nur dass Sie so ein bisschen was sehen. Carola Fleck hat sich mit interreligiösem Lernen in der Kita intensiv beschäftigt, das ist eine Religionspädagogik-Kollegin. Oder religiöse Differenz in der frühen Kindheit ist eine sozialwissenschaftliche Studie. Und was wir selber gemacht haben, vor kurzem, 2020 dann publiziert war, mit vielen Einrichtungen hier in Baden-Württemberg, in verschiedensten Gegenden, die Möglichkeiten interkulturell interreligiösen Lernens nochmal ausprobiert. Wir haben die Projekte machen lassen, die selber entwickelt haben und haben die wissenschaftlich begleitet. Und Helena Stockinger ist auch immer eine, die ich sehr gerne Bezug nehme. Die hat in Wien geforscht und in Österreich insgesamt, ist dort Religionspädagogin, Umgang mit religiöser Differenz in der Kita. Und selber haben wir jetzt gerade ein Projekt abgeschlossen zu den Übergängen, Übergang von Kita in die Grundschule. Wie kann man diese Übergänge religionssensibel und interreligiös reflektiert oder interreligiös sensibel, wir wollten nicht zweimal sensibel, interreligiös bewusst gestalten. Das wird jetzt dann im Herbst erscheinen. Und vorhin hat Julia Hoffmann schon angedeutet, dass wir jetzt gerade dabei sind, das aufzustellen, was Sie hier in Gelb, ganz gelb sehen, nämlich zusammen mit der Kollegin, mit Christoph Knoblauch, ein Kollege von uns, auf den kommen wir nachher noch zu sprechen, wo darüber nachgedacht wird, wie kann wirklich interreligiöse Vielfalt in den Kita-Teams, also bei den Fachkräften, auch in katholischen Einrichtungen, dass da nicht nur katholische Erzieherinnen sind, sondern eben auch muslimische, wie kann das
gelingen? Was für Chancen gibt es da? Was muss man beachten? Was brauchen die Fachkräfte dann an Ausbildungselementen? Da sind wir gerade so am Forschen und das wird dann auch in ein paar Jahren dann zur Verfügung stehen. Ja, das ist so ein bisschen unser Background und wir sind überzeugt, dass die UN Kinderrechtskonvention nach wie vor recht hat, dass nämlich Kinder ein Recht haben, diskriminierungsfrei aufzuwachsen, unabhängig von Geschlecht, Sprache, Religion, politischen, sonstigen Anschauungen, die sie beeinträchtigen sollten, nein, die sie fördern sollten, unabhängig von nationalen, ethnischen, sozialen Herkünften. Sollen sie das Recht oder haben sie das Recht, gesellschaftliche Unterschiede, Nationen, Religionen, Kulturen kennenzulernen. Das hat ja schon 1989 die UN so beschlossen. 1993 ist die Bundesregierung oder Deutschland eben diesem Abkommen auch beigetreten. Und das dann in allen Bereichen der Bildung für Kinder umzusetzen, das ist eine dauerhafte Aufgabe. Da kann man nicht einfach nur beitreten und sagen, wir Deutschland, wir sind jetzt auch dafür, sondern das muss ja hineingehen in die Lebensvollzüge von Ausbildung natürlich, von Bildung insgesamt, bis hin dann zu den Kindern selbst, was das ankommen. Und wir wissen aus langjähriger empirischer Forschung, dass vorschulische, religiöse und interreligiöse Bildung eben möglich ist. Also es ist nicht etwas, was wir auf die Kita aufdrücken, sondern wir gehen von dem Subjektbegriff aus. Die Kinder sind selber Subjekte ihrer eigenen Bildung. Das hat sich ja in der frühkindlichen Pädagogik durchgesetzt. Also sie sind nicht Objekte unserer Bildungsbemühungen, sondern sie sind Subjekte. Sie bilden sich selbst in interaktiver Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt, in ihrer Gestik, Mimik, in ihren körperlichen Vollzügen, in ihren geistigen Auseinandersetzungen, in Liedern, in all dem, was sie so kennenlernen. In der Kita geschieht diese Bildung und das tun sie selbst, also interaktiv und als großes Stichwort jetzt in der frühkindlichen allgemeinen Pädagogik ist, als Akteure machen sie das. Also sie selber sind Akteure, sie selber sind aktiv lernende Subjekte, nicht irgendwie passive. Passiv dem ausgeliefert, was wir Erwachsenen sozusagen ihnen bieten. Und das gilt eben allgemein und es gilt eben auch für das interreligiöse Lernen. Und da kommt jetzt unser Ansatz, den ich vorhin schon angedeutet habe und Sie hatten es erwähnt bei Ihrer netten Einführung, nämlich Kinder sind konsequent in ihren Beziehungen zu verstehen. Also wenn man sagt Subjekt, dann könnte jemand auf die Idee kommen, das ist jetzt so dieser philosophische Subjektbegriff aus der Aufklärung zu uns herübergekommen, bis hin zu Subjektdekonstruktion durch Nietzsche oder dann vielleicht auch durch die Postmoderne und dann wieder Rekonstruktionen und Adorno, wer alles eben dazu etwas zu sagen hatte. Das ist alles nicht falsch, aber wir wollen von einem Subjektbegriff nochmal ausgehen, der ganz konsequent beziehungsorientiert ist. Also nicht so das autonome Subjekt, das so vor sich hin lebt in so einer gedachten, fiktiven Autonomie, sondern das Subjekt, das Kind, wir alle sind immer in diesen Beziehungsdimensionen, die Sie hier so sehen, zu begreifen, Beziehung zu mir selbst. Also das hat alles zu tun mit dem, was wir Identität nennen, was wir Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbststand, Selbstwertgefühl, Selbstsicht oder wie immer man es nennen will. Mit all dem hat diese Beziehung zu sich selbst zu tun. Aber die ist natürlich immer eingebettet in die Beziehung zu anderen, zu unseren umgebenden Menschen, die nahen und die dann so im Alltag uns begegnen, die Nachbarn, die in der Kita, ob das die Kinder, die Peers sind oder die Erwachsenen dort, also die pädagogischen Fachkräfte oder die anderen Eltern. Oder dann in der Schule eben natürlich. Die umgebende Wirklichkeit prägt uns ganz stark, das wissen wir ja. Wir sind ja soziale Wesen und kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten, gut bürgerlich, wohl behütet, mit gutem Geld ausgestattet oder in armen Verhältnissen, wo man sich kaum ein Handy leisten kann, einen Handyvertrag
oder wo es in verschiedener Hinsicht soziale Probleme gibt aus einer Umgebung, aus der ich komme. Und zu dieser Umgebung nehme ich schon als Kind und wir immer auch bis ins Erwachsenenalter Beziehung auf. Also ist das auch eine Form von Beziehung. Ist nicht eine personale Beziehung, aber eine Beziehung. Ich reagiere, ich agiere in dieser Umwelt. Und ich habe auch eine ganz intensive Beziehung zur Zeit. Ganz wichtig so. Wir setzen uns immer in Beziehung zur Zeit. Wenn Sie jetzt Kindheit hören, denken Sie vielleicht an Ihre Kindergartenzeit. Vielleicht hatten Sie eine solche. Nicht alle haben. Meine Frau war nie im Kindergarten. Ein Tag. Ihre Mutter hat sie geschickt und dann einen Tag, na, hat es dir gefallen? Nö, hat mir nicht gefallen. Na, brauchst nicht mehr hin. So war das damals. Die hatte so ein sozial aktives Umfeld, dass sie, die hatten einen Kindergarten in ihrer Nachbarschaft. Also da war, hat sie kein soziales Defizit, glaube ich, davon getragen. Also nicht alle haben Kita-Erfahrung, aber wenn sie das haben dann, und jetzt daran denken, dann setzen sie sich in Beziehung zu dieser eigenen Biografie, zu früher. Oder sie zeigen irgendjemandem ein Foto. Guck mal, da war ich ein Kind und zeigen dieses Foto. Oder da bin ich zu, bin ich aufgewachsen und guck mal, das bin ich. Zu diesem Ich, puh, ich, mein Gott, ich bin jetzt der, der ich bin. Und damals war ich ein anderes Ich. Also ich nehme da Beziehung zu dieser Biografie auf. Sie sind immer von dieser Zeit geprägt. Und natürlich auch zur Lebenszeit, was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren. Und das überlegen schon Kinder. Und mit ein bisschen später, entwicklungspsychologisch im Alter von 8 bis 9 Jahren, reift so das Bewusstsein, dass wir endlich sind, dass wir sterben müssen und dass das ein irreversibler Zustand ist. Und dieses Bewusstsein dieser Endlichkeit schimmert auch schon in die Kindheit hinein. Also diese Beziehung zur Zeit ist auch etwas, was uns prägt. Und wir als Religionspädagoginnen, das müssen nicht alle Menschen mitvollziehen, das ist ganz klar. Wir müssen den Menschen nicht religiös denken, aber wir kommen eben von dieser Seite her, dass wir eben auch diese Gottesbeziehung mit in den Blick nehmen. Mensch hat die Fähigkeit, die Begabung, mit Gott Kontakt aufzunehmen. Er muss es nicht, er ist vielleicht genauso guter Mensch. Nicht nur vielleicht, er ist genauso guter Mensch, wenn er sein Menschsein wirklich so lebt, aber er hat die Möglichkeit. Das ist unser Ansatz. Und in diesen Beziehungen sehen wir eben Kinder und verstehen eben, dass auch sie Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen sind, religiösen, weltanschaulichen Vorstellungen. Und da kann die Kita ein Begegnungsort sein in diesem Beziehungsfeld, in diesem Beziehungsgeflecht. Und kann zum Begegnungs- und Beziehungsort werden. Und ja, das sind dann die Begegnungen, ich habe sie schon erwähnt, mit den Fachkräften, mit den Kindern selber, mit den Peers, mit ihren Eltern. Und zentrales Element und Ausgangspunkt eben dieser interreligiösen Beziehung ist die Begegnung. Das geschieht zum ersten Mal im institutionalisierten Rahmen. Familie ist noch ganz nicht institutionalisiert, sondern da geschehen einfach Zufallsbegegnungen, kommen Nachbarn, Freunde, Nachbarkinder und so weiter, aber da ist institutionalisiert und damit ist die Beziehung eben auf eine institutionelle Basis gestellt. Und dazu gibt es verschiedene Regeln oder Hinweise und da möchte die Julia jetzt gerne ein bisschen was dazu sagen, nämlich was sind da so die Orientierungspläne, was sind da die institutionellen Voraussetzungen und deshalb, Julia, gebe ich gerne wieder das Wort an dich. Vielen Dank. Genau. Für die unterschiedlichen Bundesländer liegen Orientierungspläne zur Strukturierung der Bildungsaufgaben vor. Der Orientierungsplan für Kindertagesstätten in Baden-Württemberg unterteilt in 6 Entwicklungs- und Bildungsfelder, die eben zu einer ganzheitlichen und entwicklungsgemäßen Begleitung beitragen sollen. Dabei ist das 6. Feld Sinn, Werte und Religion. Und umfasst eben auch das Recht des Kindes auf Religion und religiöse Bildung. Ziel dieses Bausteins ist es unter anderem, dass Kinder zu einem gelingenden Zusammenleben in der Gruppe beitragen können. Wir hüpfen eine Folie weiter und sehen hier abgebildet einmal den Bildungsorientierungsplan von 2006 und einmal den Orientierungsplan von 2011 sowie das Qualitätshandbuch zur Evaluation. In einem weiteren Schritt blicken wir mal in das 2011er
Matrix-Ausschnitte und hier haben wir auf der rechten Seite die Entwicklungs- und Bildungsfelder mit dem sechsten Feld Sinnwerte Religion und auf der linken Seite sehen Sie die Motivation des Kindes, die eben Wünsche und Bedürfnisse des Kindes für ein gelingendes Leben beinhaltet. Dazu zum Beispiel das Feld A Anerkennung oder B das Feld die Welt entdecken und verstehen, C sich ausdrücken oder D mit anderen leben. Die Berücksichtigung von Bedürfnissen und Wünschen gilt, wie Sie sehen können, für alle Bildungs- und Entwicklungsfelder, auch für Sinn, Werte und Religion. Zwar werden diese Entwicklungs- und Bildungsfelder in diesem Orientierungsplan und vielleicht in einem anderen Wortlaut auch in den Orientierungsplänen anderer Bundesländer thematisiert. Dies bedeutet allerdings nicht, dass diese so in der Kita umgesetzt werden. Denn die Bildungspolitik tendiert dazu, beispielsweise aufgrund von Studienergebnissen wie PISA oder DESI dazu, den Kompetenzerwerb von mathematisch-naturwissenschaftlichen und Sprachfähigkeiten im Elementarbereich zu stärken. Sprachfähigkeit und mathematisch-naturwissenschaftliche Kompetenzen greifen allerdings zu kurz, wenn man auf die UN-Kinderrechtskonvention blickt, die eben im vierten Bildungsziel beschreibt, D, das Kind auf ein verantwortungsvolles Leben in einer freien Gesellschaft im Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz, der Gleichberechtigung der Geschlechter und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen sowie Ureinwohnern vorzubereiten. Damit zielt die UN-Konvention für Kinder auf die Vorbereitung auf ein verantwortungsvolles Leben. Es gilt, die Bedeutung von ganzheitlichen Ansätzen für den Elementarbereich wahr und ernst zu nehmen, auch in der Bildungspolitik. Denn Kompetenzentfaltung darf sich nicht auf spätere Kompetenzmessungen in Form von Lernstandskontrollen beschränken. Wie, wann und warum kann also Kita zum Begegnungs- und Beziehungsort werden? Kita kann zum Begegnungs- und Beziehungsort werden, wenn Kinder unterschiedlicher Herkunft sich anerkannt fühlen, wenn sie mit ihren Voraussetzungen akzeptiert werden, wenn sie ein Teil dessen, was sie von ihren Familienkulturen her prägt, auch in die Kita einbringen können und wenn sie zumindest gelegentlich mit anderen Kindern das teilen können. Welche Kompetenzen aber können Kinder nun für den interreligiösen Bereich in der Kindertagesstätte erwerben? Eine katholische Theologin wie Frau Hoffmann und katholische Theologe wie ich wären nicht katholisch, wenn wir nicht die Bischöfe zitieren würden. Hier ist ein Abschnitt aus dem Bischofspapier. Und darin wird deutlich, dass jede katholische Kita genau auch diesen Auftrag hat, nicht nur irgendwie katholische Erziehung zu machen. Das denkt man so von außen, ja, die werden jetzt da irgendwie zwangsrekrutiert für die katholische Kirche, sondern klar ist in den allgemeinen Richtlinien und die müssen sich dann eben widerspiegeln in den Richtlinien für die einzelnen Kitas und auch in deren Leitbild, das sie entwickeln. Es geht darum, dritte Zeile religiöse, kulturelle Unterschiede wahrzunehmen, also nicht nur das eigene kennenzulernen. Klar, auch das eigene im Idealfall, aber gibt es auch das eigene? Bringen Kinder überhaupt noch was eigenes mit? Das ist ja heute überhaupt nicht mehr Voraussetzung. Viele wissen gar nicht über ihre religiöse oder kulturelle Zugehörigkeit, aber sie etwas davon kennenzulernen und sich mit anderen zu verständigen, Unterschiede, Differenzen wahrzunehmen, mit Kindern darüber sprechen, das ist Teil des Auftrags auch einer katholischen Kita. Ebenso sind es auch natürlich gibt's die gleichen Richtlinien auch für die anderen kirchlichen Einrichtungen, evangelische oder sonstige Einrichtungen und das ist eben ganz bewusst ein Ergebnis der Theologiegeschichte und der kirchlichen Entwicklung des 20. Jahrhunderts, dass sich Kirche mehr und mehr versteht als Kirchendialog. Also und so auch Kita im Zusammenspiel der verschiedenen Religionen. Und da geht es um Differenzwahrnehmung, geht Bewusstseinsbildung, Verständigung und den anderen kennenlernen. Und diese wesentlichen Elemente kommen dann zusammen. Und
Das ist schon bei Kindern der Fall. Da haben wir genug empirische Studien schon gemacht. Kinder machen eigene Erfahrungen. Sie bringen sie mit. Also wenn Martins Umzug ist, dann sagen manche, kenne ich, und manche sagen, kenne ich gar nicht. Und dann macht man das nicht einfach heute mehr. Also eine bewusste Kita geht bewusst damit um, sondern man spricht darüber. Man kann sagen, das ist eine Möglichkeit, wie man jetzt im Herbst, wenn es dunkel wird, Lichter entzündet, das hat einen bestimmten Hintergrund. Und dann kann man die Martinsgeschichte erklären und dann sagt, das ist ein Teil dieser Tradition. Es gibt in anderen Religionen genauso wunderbare Erfahrungen und genauso wunderbare Begegnungssituationen. Also in einer offenen Gestaltung. Nicht das ist jetzt das Einzige, was zählt, sondern immer einladender Charakter für Kinder, die aus nicht religiösen Verhältnissen kommen, die aus anders religiösen und anders weltanschaulichen und anders kulturellen Kontexten kommen. Und deshalb ist Multireligiosität, Vielfalt, Diversität nicht einfach nur eine Gegebenheit, die wir halt so hinnehmen müssen, auch als christliche Kitas oder christliche Institutionen, sondern das ist Teil unseres Auftrags, damit umzugehen. Das Zweite Vatikanische Konzil vor 60 Jahren hat das ganz klar formuliert, dass mit Hochachtung die anderen Religionen betrachtet werden sollen. Das es war eine Kehrtwende innerhalb der christlichen Tradition, die Missachtung und die Verachtung hinter sich zu lassen. Und plötzlich zum ersten Mal steht in so einem Dokument, im offiziellen Dokument, im höchsten der katholischen Kirche, nämlich einem Konzil in Rom, steht dann mit Hochachtung betrachtet die Kirche, die Muslime. Das hat es noch nie gegeben. Oder eben das besondere Band mit dem Judentum. Und zum ersten Mal wird im kirchlichen Dokument überhaupt erwähnt, dass es Hinduismus gibt und Buddhismus. Und es wird mit Wertschätzung erwähnt, die fernöstlichen Religionen. Und auch ihnen wird Wahrheit zugetraut und so. Also ganz neues Verhältnis. Und das spiegelt sich dann eben auch ganz konkret in Kitas und muss sich in Kitas spiegeln. Und das können schon Kinder erfahren, dass es Differenzen gibt. Kinder können religiöse Unterschiede erkennen. Aber natürlich wissen Sie noch nichts Genaues und das ist unser Bildungsauftrag. Der Auftrag der pädagogischen Fachkräfte und von uns allen, dass wir Kindern Unterschiede erklären und auf ihre Fragen eingehen. Religiöse Unterschiede, das können schon U3-Kinder und 3- bis 4-jährige Kinder und verstärkt dann wenn es Richtung Vorschulkinder geht oder ab 4, 5, kommen sehr häufig auch diese Warum-Fragen. Da wird nicht einfach mehr hingenommen, sondern man stellt die berühmten Warum-Fragen. Und da die Fachkräfte entsprechend zu schulen, mit solchen Fragen konstruktiv umzugehen und da eben religiöse, kulturelle Vielfalt als Thema mit einzubringen, das ist Aufgabe eben der Ausbildung von Fachkräften. Da gehen wir nachher noch drauf ein. Und deshalb ist so ein bisschen Zusammenfassung für interreligiöse Bildung in Kita in so einem Schema, das wir uns mal überlegt haben: Akzeptanz, Annahme individueller religiöser Kontexte und auch nicht religiöser, wollen wir immer dazu sagen. Kinder dürfen nicht für Religion vereinnahmt werden, ist so ein Grundsatz für Kitas. Und ich würde das sagen, nicht nur jetzt für die kirchlichen Kitas, sondern auch für die staatlichen, denn der Orientierungsplan, den Julia Hoffmann vorhin vorgestellt hat, der für BAVÜ gilt, aber ähnlich auch in Bayern und in allen Bundesländern. Kollege Christoph Knoblauch, den ich vorhin schon erwähnt habe, der hat so diesen wunderschönen Namen wie das Gewürz, ja, Christoph Knoblauch. Der hat alle Bundesländer da untersucht und bei manchen ist mehr oder weniger drin, aber dieses Sinnwerte Religion, das spiegelt sich in den Orientierungsplänen und soll sich dann eben auch in staatlichen, in städtischen Einrichtungen widerspiegeln, in privaten Kitas, nicht nur in den religiösen. Und da gehört dieses Akzeptanz voll und ganz dazu, wie die jungen Menschen, die Kinder eben kommen aus ihren Familientraditionen. Dann die Möglichkeit, das auch einzubringen. Also wenn Ramadan zu Ende ist und da so ein bisschen von diesem Fest am Ende des Ramadan, manche im Islam sagen Zuckerfest, aber das ist nur ein kleiner Teil, andere sagen eben Ramadanfest dazu, da wird gefeiert, da wird irgendwie das mit einbringen zu dürfen. Nicht nur Weihnachten und Ostern irgendwie eine Rolle spielen oder irgendwelche Frühlingsfeste, sondern auch das, was ich so kenne, oder wenigstens ein bisschen davon einzubringen.
wenn meine Mama kommt und was davon erzählt oder so. Das wäre eine große Sache. Und wir haben die Kitas und so ganze Kita-Verbünde untersucht, zum Beispiel in Pforzheim, in Stuttgart, in Mannheim, in den Ballungszentren, aber auch auf der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald. Das gelingt tatsächlich, dass eben zusammen mit den Familien etwas davon eingebracht werden kann. Und natürlich, Sie wissen es ja, dass wenn ein Kind etwas mitbringen darf von dem, was es kennt, was sein eigenes ist oder was ihm geläufig ist, dann ist das immer eine großartige Sache und die anderen lernen was davon und umgekehrt lernt das Kind dann von den anderen. Ermutigung zum Austausch mit den anderen Kids, den Fachkräften unterschiedlicher, weltanschaulicher, religiöser Herkunft. Vorurteile, Diskriminierung ist ein No-Go, das muss man einfach schon lernen. Es darf niemand wegen seiner verschiedenen kulturellen, religiösen Herkunft in irgendeiner Weise zurückgesetzt werden. Und das kann man auch, da gibt es sehr schöne Bilderbücher auch, das kann man in Geschichten machen, das kann man in Theaterstücken. Da sind die pädagogischen Fachkräfte viel kreativer als ich, der hier einen Vortrag hält. Und da habe ich auch sehr viel gelernt im Austausch mit diesen Kitas in Bavü, die interkulturell, interreligiös arbeiten. Und das habe ich so ein bisschen dargestellt in dem einen Buch. Und da gibt es ganz tolle methodische Elemente. Und dann aber auch ganz konkretes das Kennenlernen hier nochmal. Also ich komme und habe keine Ahnung von Religion als Kind, weil meine Eltern leben das nicht. Aber das kennenzulernen ist doch keine Beeinträchtigung. Wenn es immer im Modus des Kennenlernens und des Nichtvereinnahmens und des Nichtüberstülpens geschieht. Also kennenlernen, Mensch toll, da gibt es ein Fest, da feiern die. Wir machen es nicht zu Hause, aber ist interessant. Oder eben, wir machen was ganz anderes zu Hause. Interessantes kennenzulernen und da eben die verschiedenen Feste. Wir hatten eine Tagung im letzten Herbst, da haben Kitas mit interreligiöser Trägerschaft ihre Konzepte vorgestellt und die feiern da wirklich so die Feste durchs Jahr der verschiedenen Religionen und sagen, sie selbst lernen am meisten dabei und hoffentlich auch ein bisschen die Kinder. Und viele Eltern sind da involviert. Das muss nicht immer in dieser Hochform sein, dass man jetzt jedes Fest versucht zu berücksichtigen, aber eben von den Kindern, die da sind, etwas aufzugreifen und mal hier und da mit einzubringen. Das wären so Aspekte dieser, wie wir es nennen, religiösen Sensibilität. Gut, das nächste, das brauchen wir nicht, das können wir überspringen. Julia, wenn du wieder den Faden aufgreifst. Sehr gerne. Genau. Dann schauen wir uns noch an, wie Kompetenzerwerb für Fachkräfte aussehen kann. Denn der sollte Pflichtaufgabe sein, wenn im interreligiösen Kontext mit Kindern gearbeitet wird. Die Ausrichtung von der Fort- und Weiterbildung sollte sich an den gesellschaftlichen Standards, der gesellschaftlichen Situation sowie auch interreligiösen Themen ausrichten. Dazu wären die Leitbilder zu prüfen, die in den Kindertageseinrichtungen vorliegen, beispielsweise durch geschultes Personal, das sich mit interreligiösen Themen auskennt. Weiter gilt es, die Religion der Mehrheit transparent zu machen, denn tendenziell wird die Religion der Mehrheit im Kindergarten berücksichtigt. Kinder anderer Religionen passen sich an oder fehlen bei religionsbezogenen Ereignissen und Angeboten. Damit werden die Potenziale aus unterschiedlichen Religionen nicht ausgeschöpft. Helena Stockinger rät zu einer Kultur der Anerkennung. Die Pädagogik hierzu ist eine Pädagogik, die Vielfalt ernst nimmt. Wie Sie sehen können, können wir Ihnen für die interreligiösen Kompetenzerwerb von Fachkräften kein Einheitsmodell präsentieren. Vielmehr gilt es für jede Kindertageseinrichtung, die Voraussetzungen zu prüfen. Beispielsweise, wie sind die Fachkräfte zusammengesetzt? Wo kommen die Kinder her? Welches Stadt-Land-Gefälle bietet sich? Oder wie ist der Migrationsanteil? Dennoch lassen sich fünf Bausteine benennen, die für den interreligiösen Kompetenzerwerb möglich sind. Das ist zum einen erstens der religionsbezogenes Wissen. Fachkräfte sollen Menschen unterschiedlicher religiöser Hintergründe und auch fehlender Bezüge zur Religion unter der Berücksichtigung der Verortung des Gegenübers sensibel begegnen. Die Vertrautheit mit religiösen Vorstellungen und Lebensentwürfen wird dabei zur Voraussetzung.
Ohne Vertrautheit kann sich keine Sensibilität entwickeln. Es gilt, Kenntnisse und Wissen zu erwerben, die handlungsbezogen an den eigenen Arbeitsalltag anknüpfen. Fachkräfte sollen sich zudem selbstständig über Religion informieren und weiterbilden, um gegenwärtigen Phänomenen wie Globalisierung und Migration zu begegnen. Der zweite Baustein ist die Fähigkeit zum Perspektivenübernahme. Das bedeutet, sich in die religiöse Rolle des Gegenübers hineinzuversetzen und ein Bewusstsein für die Weltwahrnehmung des Gegenübers zu entwickeln. Diese Kompetenz zeichnet sich darin aus, dass Fachkräfte die sich unterscheidenden religiösen Perspektiven von Kindern erkennen und erfassen können, beispielsweise kindliche Gottesvorstellungen. Fachkräfte üben aber auch in Kontakt mit den Eltern Perspektivenübernahme ein, um beispielsweise mögliche Spannungen und Missverständnisse angemessen begegnen zu können. Wir könnten mit Fachkräften in der Aus- und Weiterbildung zum Beispiel interreligiöse Themen bearbeiten durch Arbeitsaufgaben, beispielsweise die Situation Muslime in den Nachrichten. Ist eine exemplarische Arbeitsaufgabe. Da geht es um eine muslimische Feier, die von Passanten als störend wahrgenommen wird, mit Polizeieinsatz und außenstehenden Passanten, die sich auf den Islam mit Potenzial zur Gewalt berufen. Das Beispiel spielt mit unterschiedlichen Elementen und Ebenen. Beispielsweise müssen Fachkräfte so eine Arbeitsaufgabe in ihren Kontext einordnen. Welche Interessen haben die unterschiedlichen Akteursgruppen? Wie wird geaddert? Also ist es eine deutsche Hochzeit, ist es eine muslimische Hochzeit? Hier wird der Unterschied gemacht, dass es eben eine muslimische Hochzeit ist. Welche Verallgemeinerungen werden getroffen? Beispielsweise wird von einer Passantin oder einem Passanten beschrieben, dass es sich um eine Tendenz des Gewalts im Islam handle. Welche Emotionen werden berührt oder wie würde ich als Fachkraft in unterschiedlichen Rollen agieren? Dieser Ausschnitt, exemplarisch für die Perspektivenübernahme. Der dritte Baustein ist die Offenheit und Toleranz in einer professionellen Haltung der Fachkräfte. Hier geht es eben darum, dass die professionelle Haltung auch von Stereotypen und Vorurteilen bedingt sein kann. Diese Stereotypen und vorurteilsbehafteten Einstellungen sind zäh und unveränderbar oder zumindest werden sie als unveränderlich beschrieben. Umso wichtiger ist es, sich mit diesen stereotypen Einstellungen auseinanderzusetzen, um diese reflektiert aufzubrechen. Denn diese sollten nicht weiter gefestigt werden. Der vierte Baustein ist eine religionssensible Gestaltung der Elternarbeit von Fachkräften. Eltern haben eine unglaubliche Bedeutung für interreligiöse Begegnungs- und Bildungsprozesse, da sie Orientierungs- und Bezugspunkt von Kindern sind. Es gilt, sensibel die religiösen und weltanschaulichen Vorstellungen von Eltern wahrzunehmen und mit den Eltern in interreligiösen Bildungsprozessen zu kooperieren. Hierzu sind Fähigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich. Zum einen die Sensibilität in der Elternkommunikation, zum anderen das Wissen um religiös unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und zum anderen die Vertrautheit mit genderspezifischen Rollenerwartungen sowie dem Zusammenspiel in der Erziehungsaufgabe. Mögliche Anknüpfungspunkte wären Infowände oder Plakate, die in der Einrichtung über interreligiöse Projekte informieren und dokumentieren. Diese laden zum Gespräch ein und offenen Austausch. Vielleicht möchten sich die Eltern einbringen, vielleicht mit materiellen Beiträgen, vielleicht mit inhaltlichen Inputs. Der letzte Baustein ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Dieser ist eigentlich genau genommen auch ein Bestandteil der professionellen Haltung. Allerdings kann er auch ganz persönlichkeitsentfaltend betrachtet werden, denn als Persönlichkeit kann man sich auch im Alltag reflektieren. Fachkräfte müssen sich kritisch selbst reflektieren können. Das ist eine Anforderung für jede allgemeine pädagogische Professionalität. Zusammenfassend möchte ich Ihnen drei Aspekte benennen, warum Fachkräfte interreligiöse Kompetenzen erwerben sollten. Erstens, eine angemessene Kommunikation mit Eltern und Kindern. Unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren sollten Fachkräfte angemessen begegnen können und religiöse und weltanschauliche Überzeugungen wahr und ernst nehmen. Zweitens, die Raumgestaltung. Für Kinder sollte in der Kindertageseinrichtung ein Safe Space errichtet werden. Kinder sollten religionsbezogene Fragen stellen dürfen und sich nicht grundsätzlich durch die Einrichtung oder das Inventar ausgeschlossen fühlen, beispielsweise durch Symbole oder Gegenstände im Gruppenraum.
Und zuletzt drittens, der Umgang der Fachkräfte und Einrichtungsleitungen mit kulturellen und religiösen Erwartungen der Eltern. Beispielsweise weisen Eltern im Gespräch auf ein Fest hin. Fachkräfte sollten über Grundlagenwissen verfügen, um das Fest einzuordnen und in einem weiteren Schritt auch wissen, wie ihr Einrichtungskonzept mit solchen Festen umgeht, wie sie Feste unterschiedlicher Religionen in der Einrichtung aufgreifen. Und zum Schluss das berühmte Fazit. Es kann mit Kindern bereits religiöse, interreligiöse Kompetenz erworben werden. Das hat sich in vielen, vielen Kitas gezeigt, die so arbeiten. Das hat sich in der wissenschaftlichen Begleitung gezeigt. Und das kann auf verschiedenste Weise geschehen. Wir haben zum Beispiel an unserem Institut so zwei Regale voll mit Büchern, mit Kinderbüchern zu interreligiösen Themen. Total super gut gemachte, manche weniger gut. Wir haben sie mal ein bisschen evaluiert in diesem einen Buch, Interkulturell, interreligiös sensible Bildung in Kitas 2020. Und da haben Mitarbeiterinnen von mir zusammen mit Erzieherinnen haben diese Bücher da, sie stellen sie vor und haben sie durchgeguckt, auch mit religiösen Expertinnen gearbeitet. Und da gibt es wirklich gute Sachen. Also da gibt es wirklich Materialien, die man empfehlen kann. Und eine unserer Mitarbeiterinnen ist gleichzeitig an der Uni und Ausbilderin an der Schule für pädagogische Fachkräfte. Und die probiert viele Sachen aus und weiß auch, sie hat viele muslimische Schülerinnen, dass es da und auch nicht religiöse, dass es da gute Materialien gibt, gute Methoden. Das war jetzt, haben wir jetzt nicht gedacht, ist unsere Aufgabe heute, solche Methoden zu präsentieren, aber können wir darauf verweisen, dass es da sehr viel gibt. Und die Eltern, Erziehungsberechtigte, die Familien, mit ihnen zu kooperieren, das ist wirklich eine Grundlagenkompetenz. Gilt ja für alles, was die Kita betrifft. Alle Fragen ums Kind drehen sich dann letzten Endes auch um die Familien, das heißt, mit den Eltern eine Kommunikation aufzubauen, wissend, dass es dort auch Konflikte gibt. Und diese Konflikte auch produktiv aufzunehmen, dass es auch Konflikte geben kann in diesem interreligiösen Zusammenhang, dass jemand sagt, nein, ich will nicht, dass mein Kind zum Gottesdienst mitgeht. Oder gab christliche, so fundamentalistisch-christliche Eltern, die ihr Kind nicht mit in die Moschee gehen lassen wollten und so weiter, solche Konflikte. Darauf muss man vorbereitet sein und dafür ist Ausbildung und natürlich auch Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen ganz wichtig. Das arbeiten wir auch an solchen Konzepten. Fachkräfte eben in der Kompetenz, in ihrer professionellen Kompetenz zu schulen, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe. Und damit können wir einen kleinen Beitrag leisten der Kita. Die Kita kann leider nicht die Welt verändern und die Probleme der Gesellschaft lösen, aber sie kann einen Beitrag leisten, dass schon im Kindergartenalter wertschätzende, diversitätssensible Elemente des Menschseins aufkommen, aufkeimen, vielleicht als kleines Pflänzchen, sodass wir in unserer Gesellschaft dahin kommen, dass wir eben dieses Miteinander leben können, auch Konflikte aushalten können. Das soll nicht ein Harmoniekonzept sein, das wir hier vorstellen, sondern Konflikte müssen auf den Tisch und müssen besprochen werden. Aber es kommt immer darauf an, wie gehen wir den Konflikten um. Und wenn wir auf eine Weise umgehen, dass wir den anderen trotz allem Unterschied und trotz aller Verschiedenheit in der Anschauung respektieren, die anderen Eltern, ihre Familienkulturen respektieren, dann können eben Fachkräfte oder wir alle eine professionelle Haltung uns anlegen, sodass wir solche Konflikte auch aushalten können. Ja, wir haben nur noch Literatur, wenn Sie es wollen. Wir zeigen es auf, sodass Sie es, wenn es dann im Internet steht, können Sie es nochmal in Ruhe angucken. Kleiner Ausschnitt natürlich. Vorne haben wir auch schon viele Bücher, Buchdeckel gezeigt. Und dann bleibt uns nur noch gemeinsam vielen Dank zu sagen für Ihre Geduld mit uns, für Ihre Aufmerksamkeit. Hier sind unsere E-Mails, wenn Sie die PowerPoint wollen. Dann können wir die Ihnen ganz leicht als PDF zusenden. Die PowerPoint selber ist ein bisschen groß geworden durch die vielen Bilder, deshalb als PDF und schicken Sie einfach eine E-Mail. Und wenn Sie es jetzt nicht schnell genug haben, dann googeln Sie Boschke, Hoffmann, Tübingen. Dann kommen Sie automatisch auf unsere Page und dann können wir returnen und Ihnen die
die PowerPoint, falls Sie es interessiert, dazu geben. Vielen Dank und gerne sind wir bereit, mit Ihnen über diese Themen ins Gespräch zu kommen.